Salve, wir haben Mittwoch, den 18. März, 17.17 Uhr, und ich möchte mit Ihnen diesen Clip machen über den Dow Jones. Wir haben eine heftigste Woche hinter uns und ich wage zu bezweifeln, dass wir leichtere Wochen vor uns haben. Vor euch liegt der Dow Jones eine Kerze, ein Tag. Und ich habe das jetzt mal ganz bewusst ganz von ganz hier hinten gezogen, das ist 2009. Das war die Finanzkrise. 6476. Ja, auf nicht ganz den Punkt, aber das war die Finanzkrise. Und dann sind wir also von 2009 bis 2020 fast auf 30.000 gestiegen. Und das ist dieser, was ich letzte Woche schon nannte, dieses Newtonsche Gesetz der Schwerkraft. Richtig, richtig, richtig böse. Wir befinden uns hier in einer Geschichte, die keiner von uns, egal wie lange sie dabei sind, bei mir sind es ja erst 32 Jahre, aber es gibt bestimmt auch Leute, die machen es schon 70 Jahre. Warren Buffett zum Beispiel. Keiner von uns hat das jemals so gesehen. Muss man also höllisch aufpassen, aber es ist so. Wir müssen damit leben, jeden Tag, wenn wir morgens reingehen und sehen uns zur Börse, ist es ein wenig anders. Die Volatilität im DAX war auf 94. Ich weiß nicht, was heute, jetzt hier am Mittwoch ist, auf 94. Das habe ich zum Beispiel noch nie gesehen. Schauen wir uns jetzt mal den Dow an, a la Gemma. So, und hier geht's los. Das ist also, wie gesagt, die Woche. Wir haben hier den Zeitpunkt von 2009. Bisschen hoch und ich habe nur mal die Retracements gezogen. Von den Retracements her haben wir, das ist falsch hier, das sehe ich auch, das müsste 38 sein, 20.788 pulverisiert. Das nächste ist das 50er bei 18.056. Hochinteressantes Level, denn ihr seht hier, das war von 2014, 15, 16, immer wieder ein fetter Widerstand. Dann haben wir es mal gebrochen. Mit Mühe und Not und sind wieder zurück, um dann diese finale Geschichte zu machen, um hoch auf die fast 30.000 zu gehen. Das war hier. Das ist also eine ganz große Frage, wo sie die ansetzen, aber ich möchte sie mal ganz bewusst ganz lange ansetzen. Wir haben hier den Doppelboden, das war 2015 und 16. Das ist ein hochinteressantes Level, diese 18.056. Wie dem auch sei. Wir haben bisher 33 oder fast 34% verloren. Das ändert sich ja momentan stündlich. Na, hier sind es wahrscheinlich wieder 30 oder es sind 40, es kann alles sein. Die Leute haben die Angst verloren. Jetzt ist es natürlich so: In Amerika ist die Aktionärsstruktur ganz, ganz anders als in Deutschland. In Deutschland sind die Leute eher vorsichtig und ich traue dem nicht so, was ich verstehen kann. Ist alles in Ordnung, ich mache da keinen Vorwurf. In Amerika ist es so, die kaufen sich ihre was weiß ich, Apple, wie auch immer, und der nächste Spruch ist dann, I want to own it. Ich will es besitzen, ich will dabei sein. Und die halten das über Dekaden, über Generationen, halten die diese Aktien. Das ist ganz andere Struktur, gehört zum täglichen Leben, wie bei uns in McDonald's. Sagen wir es mal so. So, wir haben also jetzt hier diese 18.056, das ist für mich das letzte oder die letzte Bastion, die wir für die nächsten Wochen und Monate haben werden. Aber wenn ich das hier sehe, eher Wochen. Wir sind vom, Moment, ich mache es mal hier, das Bollinger Band. John wollte ja kommen, konnte nicht, ging nicht, ich weiß gar nicht, ob er in Paris war. Er sollte nach Paris kommen, dann nach Frankfurt, na gut, das ist ja alles verboten. Bänder gehen auf Wochensicht auf, das habe ich so noch nie gesehen. Gehen fett auf, da ist nicht der Hauch einer Umkehr. Not at all. Wir haben den Trendfolger, das MACD, weiter folgend. Und ich weiß gar nicht, wie weit ich zurückgehen muss. Ich glaube, 9-11 war es auch nicht so hoch oder vielmehr in diesem Fall so tief, wie wir es jetzt haben. Die Stochastik ist weiter nach unten gerichtet. Da ist auch keine Stabilisierung in Sicht. Jetzt mache ich mal mit euch den Tag. Das ist kein anderes Bild. Ich habe denn die Woche gewählt als Einstieg. Es ist einfach bitter. Schauen Sie mal, das ist die normale MACD und jetzt sind wir hier. Eieiei, minus 555. Wer bei mir im Seminar war oder auf den Webinaren weiß, was das hier heißt, das ist
schon heftig, ein Extrembereich. Nach wie vor tief auf Tagessicht, die Stochastik, es ist nichts zu wollen. Ich rechne damit, das tue ich nach wie vor, ich durfte heute einen kleinen Leitartikel schreiben. Ich rechne damit, dass innerhalb der nächsten 2, 3, 4 Wochen irgendeiner dieser ganz, ganz schlauen Köpfe, die alle da sitzen, irgendwann die Hand heben und sagt, ich habe das Gegenmittel. Ich habe die Impfgeschichte. Nur bis das dann umgesetzt werden kann bei den Millionen und Abermillionen von Leuten, die jetzt da ja noch nicht mal, wahrscheinlich gar nicht wissen, dass sie infiziert sind, das kann auch dauern. Wie dem auch sei, ich werde auch jetzt immer noch, ich kann hier nicht Short spielen. Ich verdiene mein Geld mit Long. Das sind immer wieder so auf 1, 2, 3, 4 Stunden Sicht, sind es immer wieder so Gegenbewegungen, ja, von hier hoch. Ich kann nicht mehr Short gehen. Ich kann das nicht machen. Das geht nicht. Ich möchte euch gern für eure Watchlist etwas zeigen. Und zwar ist das hier von Goldman Sachs ein Longschein auf den Dow Jones. Mit der Basis 18.731 sind wir nochmal hier drunter. Und das ist ein Open-End-Schein mit der Kennnummer CH0 und dann D, Dora, Otto, Unsinn. Das ist eine Geschichte. Ich habe noch kein Kaufsignal auf Tagessicht. Habe ich nicht. Ich möchte nur mal, dass du dich auf die Watchlist packen und sich das dann vielleicht mal anschauen. Und ich tue mich unglaublich schwer, hier einen Put rauszusuchen. Ich denke, ich muss sogar über diesen Bereich hier gehen, über die 22.900. Ja, das ist im Moment ein ganz kleiner Hebel, aber glauben Sie mir, das kann also in 2, 3 Stunden ganz anders aussehen. Das wäre sowas hier, 22.796 an Hebel 7. Sowas habe ich noch nie gehandelt im DAO. Aber warum nicht? Ja? 22.796, das ist die GC0. Und dann die, oh Gott, wo ist meine Brille? FQB. Ja, genau. GC0 FQB. FQB. Ich mache den Chart mal zurück, dass Sie das nochmal sehen. Das ist schon ganz heftig. Das ist richtig, richtig viel, was hier nach unten geht. Das ist mein maximales Ziel, das 50er Retracement von 2009. Und da sind wir hier bei 18.056. Ich glaube nicht, dass wir viel tiefer gehen. Aber wir werden das erste Mal weltweit mit einer Geschichte geprüft, die wir noch nie hatten. Ja. Böse. Leute, normalerweise sage ich immer Happy Trading und fette Beute. Ich sage jetzt momentan mal nur Happy Trading. Fette Beute, ich gönne es jedem. Irgendwie ist es ein bisschen deplatziert, oder? Ich wünsche euch alles Gute. Bye, bye, ciao.